Der Mönchengladbacher CDU-Bundestagsabgeordnete Dr. Günter Krings fordert, dass das DB-Reisezentrum im Hauptbahnhof nicht schließen soll. Das teilte er der Deutschen Bahn in einem offenen Brief mit. Denn vor einigen Tagen wurde bekannt gegeben, dass der Verkehrsbund Rhein-Ruhr entschieden hat, Tickets ab Dezember 2019 über den Anbieter Transdev verkaufen zu lassen. Dadurch muss die Bahn ihre Fahrscheinautomaten abbauen und das Reisezentrum schließen. Krings möchte aber, dass dies verhindert wird, da sich Zugreisende dann nicht mehr über Zugverbindungen beraten lassen können. Vor einigen Wochen hat der neue Stadtkämmerer Michael Heck seinen Haushaltsentwurf vorgestellt. CDU-Fraktionsvorsitzender Dr. Hans-Peter Schlegelmilch erklärt, dass er mit seinem Entwurf schon die richtige Richtung vorgegeben hat. Jedoch gab es trotzdem noch einige Forderungen der Großen Koalition. Dazu gehört, dass weitere Investitionsmittel zur Verfügung gestellt werden sollen, damit Schulen modernisiert werden. Des Weiteren sollen auch die Stadtteile lebenswerter gestaltet werden. Dafür will man die Plätze und öffentliche Räume mit Pflanzen aufwerten. Der Rollbrettunion wird ebenfalls geholfen. Sie sollen eine neue Halle bekommen und ihr Angebot ausweiten. Zwar sind die Einbruchszahlen in Mönchengladbach seit 2015 rückläufig, sie liegen aber über dem Bundesdurchschnitt aufgrund der guten Verkehrsanbindung der Stadt. Damit die Zahlen weiter fallen, weist CDU-Bundestagsabgeordneter Dr. Günter Krings auf ein Programm der KfW hin. Es heißt Kriminalprävention durch Einbruchssicherung. Dafür wird der Bund erneut 65 Millionen Euro zur Verfügung stellen. Damit fördert der Staat unter anderem den Einbau von einbruchshemmenden Türen und Fenstern. Dabei sind bis zu 1.600 Euro Zuschuss möglich. Für die ersten 1.000 Euro gibt es 20% zurück.